So, guten Morgen. Ich denke, dass heute ganz Gott da ist und dass sein Geist zu uns sprechen wird heute Morgen. Lass uns aufstehen vor dem allmächtigen Gott. Er ist da. Der Herr hat versprochen, dass er mir am Freitag geredet. Er sagte, die Himmel der Himmel können mich nicht aufnehmen und in Zelten will ich auch nicht wohnen. Aber der einzige Ort ist, wenn man meinem Namen ein Haus baut. Und der Name des Herrn, haben wir gehört, am Freitag ist der Name von Jesus Christus, dem Erlöser. Er sagt, dort, wo man betet für die Menschen, dass die Menschen mich kennenlernen für das, was ich getan habe und ich die Menschen freisetzen kann, dort wohne ich. Und dort ist mein Name. Und ich danke dir. Heb einfach dein Herz zu Jesus heute Morgen. Der Herr weiß, dass wir 7-mal fallen am Tag, 7-mal. Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon gefallen bin, aber Jesus sagt 7-mal. Ja, das kann ziemlich schnell passieren. Jesus, du bist wunderbar. Und wir lieben dich, Herr, du sollst es wissen. Diese Gemeinde liebt dich. Und wir lieben dich und dich anbeten, Vater und Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du da bist. Danke dir für deine mächtigen Engel, die hier sind, die jetzt operieren werden. Die warten, uns zu heilen und zu berühren heute Morgen. Herr, ich danke dir auch für deine mächtige Kraft deines Blutes. Das wirkt in unseren Adern, Herr. Wir wissen, oh Gott, Herr, dass dieser Fluch von der Pandemie immer noch über uns ist und auch in uns ist. Aber die Kraft des Blutes in uns, Herr. Es ist die Kraft deines Kreuzes, wo in unserem Blut fließt und diese Viren tötet. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth verfluche ich jeden Virus von Covid. Im Namen von Jesus, Herr, wir können uns nicht selbst schützen. Du musst uns schützen, Herr. Du, Jesus, wir vertrauen deinem Schutz und deiner Hilfe. Fallen 1.000 zur Rechten und 10.000 zur Linken. Dich wird es nicht treffen, weil wir dich als unsere Refuge ausgesucht haben. Du bist unsere Zuflucht, Jesus. Herr, ich danke dir. Und ich denke es an meine Tochter Miriam. In ihrer Familie hatten drei hatten Corona, der Thomas, ich könnte hinsitzen, und sie wurde immer getestet mit Antigenteste, PCR-Teste, immer wieder, alle Tests waren negativ. Und wo sie die Antikörper bestimmen hat lassen, war sie positiv. Also ich frage mich, was die Tests bringen. Das heißt, du kannst positiv sein, wenn du den PCR-Test hast, nach 12 Tagen kannst du schon positiv sein. Die Geimpften können Überträger sein. Ja, man kann zwar die Ungeimpften einsperren, aber die Geimpften verbreiten das Virus, das in ihnen ist. Unsere Hilfe ist der Herr. Seid ihr einverstanden? Ja, ja, ja. Ja, wir wollen dem Herrn vertrauen und wir warten auf den Totimpfstoff. Ja. Und ja, wir kommen und wir werden uns dann auch impfen lassen, wenn wir ja reisen wollen, die Greta und ich. Aber jetzt warte mal, ja? Es ist schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid. Der Herr hat heute zu mir geredet, heute Morgen. Interessant ist, der Herr haut mir immer wieder meine Predigten durcheinander. Gretler hat wieder eine Vision gehabt über ein Thema. War auch gut, was sie gesagt hat. Aber wir wollen, ich sage immer, am Cutting Edge sein. Ja? Die Bibel sagt, Jesus predigte. Und auf einmal unterbrach er die Predigt, weil die Kraft des Herrn hier war, zu heilen. Bumm. Er musste sein Agenda beenden, weil der Heilige Geist sagte, Jesus, mein Sohn, stopp. Bumm. Ja, wir müssen lernen, was auf dem Herzen ist. Halleluja. Ich habe hier das Büchlein. Wisst ihr, wie ich dieses Buch gefunden habe? Mit diesen Edelsteinen. Ich war bei Percy Pavlov in Missouri in einer Gemeinde und unterm Lobpreis sah ich auf einmal eine Erde, ja, ein Rasen oder eine Erde, und da kam auf einmal, war ein Loch und Edelsteine kamen heraus. Immer mehr Edelsteine. Dann denke ich mir, was soll denn das Bild? Und dann gehe ich in der Pause raus und dann gehe ich in die Bücherei rein, dann sehe ich dieses Buch. Dann sagt der Herr, ich will, dass du dieses Buch mitnimmst. Es ist Rick Renner, ist ein Apostel, ein Amerikaner, der in Amerika ist, in Russland ist, und der hat Griechisch studiert, neutestamentales Griechisch, und er legt bestimmte Bibelstellen aus, was im Griechischen bedeuten.
Häufig erfassen wir bestimmte Worte, wenn wir sie deutsch lesen, nicht richtig. Oft brauchen wir den hebräischen Grundtext, ja, oder den griechischen Grundtext. Und es ist oft mal schwer, weil die biblischen Übersetzungen, ab und zu passiert es mir oder ist mir passiert, dass der Herr einfach sagt, das ist falsch übersetzt und heißt so. Wow, das ist gut. Also seid ihr bereit? Hier heißt es, im Englischen heißt es, I can do all things through Christ, which strengthens me. In Philipper 4,13 heißt es, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Und die griechischen Worte, wo ihr da beschreibt, ist sehr interessant. Dies ich vermag alles, wenn ich das so lese, ich vermag alles, aber das griechische Wort, das ich was, das heißt, das ist die Kraft der Götter. Ich was im Griechischen heißt, ich vermag alles. Wenn du dieses deutsche Wort so hörst, dann verbindest das nicht mit der Kraft von Göttern, oder? Sondern denkst ja, ich vermag es in eigener Kraft. Ich kann das, oder? Und das heißt, wenn wir diese Ich was-Kraft haben, ja, beschreibt es eine Eigenschaft, die wir haben, dass wir den anderen überlegen sind. Wir sind die Champions und die Sieger. Ich vermag. Ich was. Oder? Das griechische Wort sagt hier, gibt eine ganz klare Weisung. Power, es ist wie, kennt ihr diese, das ist so eine alte Serie. Denn seine große Stunde kam, immer wenn er Pillen nahm. Stanley Beamish, der arbeitet in einer Werkstatt, der war so ein dünner, zarter Mann. Und wenn er diese Pillen nahm, dann konnte er die Autos mit der Hand hochheben und der Chef hat immer geschaut, was ist jetzt los? Ja, und ich wusste, du hast diese, ich wusste, Kraft in dir drinnen. Du bist ein Sieger. Ja, aber nicht nur das, und dann geht es weiter. Ich vermag alle Dinge, ist vom griechischen Wort Panta, das heißt Pan, heißt all encompassing, also alles umfassen, auch, und das Wort Ta heißt auch die kleinsten Dinge. Also ich vermag alles, 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 was es gibt an Lebensumständen oder Bereichen, ja, ich vermag alles durch diese Kraft. Und die Bibel sagt, durch wen? Durch die Kraft, der mich stärkt. Through Christ who strengthens me. Stärkt, der mich stärkt. Das heißt, und dieses Wort stärken heißt Dynamis. Wieder ein Wort von Kraft, Dynamo, das kennen wir, Dynamit. Das sind in diesem Satz alleine sind zwei göttliche Kräfte drinnen. Das eine ist die Kraft der Götter, das andere ist die Kraft, wisst ihr was das heißt? Dynamis ist die Kraft einer Armee, einer militärischen Kraft, einer Armee. Das ist Wort, das griechische Wort beschreibt diese Kraft einer ganzen Armee. Wow, und das hast du. Wir denken, wisst ihr, die Gretel und ich waren einmal auf einem Flug, das war ein heißer Flug. Da gab es Turbulenzen, mehr als Turbulenzen. Die Stewardessen und die zitterten und es wackelte hin und her. Und dann die Gretel und ich. Dann beteten wir uns durch den Sturm, ja. In Jesu Namen. In uns ist eine Kraft. Und die musst du aktivieren. Die Bibel sagt, dass uns Jesus Christus tauft uns mit Heiligem Geist und Kraft. Jesus sagt, jetzt warte noch, zuerst taucht er sie an. Und dann sagt er, empfangt Heiligen Geist. Das ist, wenn wir wiedergeboren werden, dann sagt Jesus, jetzt wartet noch, betet 10 Tage intensiv und dann werde ich euch die Gabe des Vaters geben. Ja, wenn du wiedergeboren bist, hast du diesen Geist von Christus in dir drinnen und dann kriegst du noch einmal eine Ladung drauf, eine Portion. Das heißt, so als ob der 6-PS-Motor durch einen 40-PS ersetzt wird, ja, wie bei meinem Boot. Kraft. Jesus Christus war gesalbt mit Heiligem Geist und Kraft.
die Kraft vom Vater. Wisst ihr, dass das Lamm Gottes, das wird häufig übersehen, hatte 7 Augen und 7 Hörner. Die Augen reden vom Heiligen Geist. Wir denken immer, dass der Heilige Geist diese Kraft ist. Das ist nur teilweise richtig. Die Kraft kommt vom Vater. Die Verheißung vom Vater heißt es. Es gibt 2 unterschiedliche Dimensionen von Gottes Geist. Das eine ist die Salbung, das ist für unsere Seele zu überwinden. Und danach kommt der Ruach, die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt, der Vater in mir, ich habe dich verherrlicht als Menschen, aber jetzt verherrliche mich mit der Kraft, die ich in dir habe. Ja, das heißt, und beides ist in uns drinnen. Das heißt, wir sind eigentlich Kampfmaschinen. Ja. Und die Bibel sagt, ein einziger kann ja eine Armee aufhalten. Ich habe mal ein Buch gelesen, war es von Rick Renner oder von Rick Joyner oder von Daniel Kolende. Ich glaube, es war Rick Joyner, der hat in einem Buch, da war eine Familie, die lebte in einer Grenzstadt, an einem Grenzfluss. Eine Familie, arme Familie, und dann wollten immer die fremde Leute eindringen, die Dinge stehlen, ja, die Ernte stehlen und weiß ich was. Und eine einzige Familie hat diesen ganzen Stamm aufgehalten. Und dann gibt es einen Helden bei David, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, er kam zu Besuch bei seinem Verwandten. Und er war dort in Israel an einem Ort, und jedes Jahr kamen die Philister oder die Feinde und haben die Ernte gestohlen. Ja? Aber an jenem Tag gerieten sie an den Falschen. Es heißt, er alleine, seine Hand und das Schwert wurde eins. Und er hat sie besiegt, alle. Er hielt sie alle auf, hat sie alle besiegt. Jesus sagt, einer jagt 1000, in 2 Jahren wie viel? 10.000, wie viel jagen 3? 100.000? Wie heißt das? Potenziell. Wow. Wisst ihr? Die Bibel sagt, und die Pforten der Hölle werden wen nicht überwältigen? Die Gemeinde. Die Pforten der Hölle, alle Pläne der Hölle, ja. Das heißt, ich bin so baff, ich bin erwürscht, ich bin zwar groß, aber innerlich ab und zu habe ich auch Angst und weiß ich was, aber wir haben diese Kraft in uns. Und der Herr sagt, der Herr, der uns stärkt, das heißt, der Herr füllt uns immer wieder, gibt uns immer wieder göttliche Infusionen. Wisst ihr, die in der Apostelgeschichte drinnen steht, dass Herodes Jakobus töten ließ, dann sperrten sie Petrus ein und sie jubelten schon, dass sie diese Christen jetzt endlich in der Hand hätten und sie unterdrückten und sie töten und einsperrten. Aber dann heißt es, und es geschah anhaltendes Gebet von der Gemeinde. Und sie beteten Gottes Worte, ja, die Heiden toben und weiß ich was alles. Und sie proklamierten Gottes Wort in Psalm 2, das ist es nicht vor, und dann heißt es, der Heilige Geist kam, erfüllte das Haus und sie gingen mit neuer Kraft und neuem Mut hinaus. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Petrus war im innersten Gefängnis eingesperrt und der Engel löste diese Fesseln und öffnete die Türen im Gefängnis. Er war im innersten Gefängnis, das heißt, es waren 4 Vierergruppen von Soldaten, die jeden Raum bewachten. Und er ging hinaus, offene Toren. Ja, und wo er draußen war, er dachte, er träumte, ja, und der Engel ging weg von ihm. Ja, Philippus wurde entrückt. Wir haben einen Freund, der manches Mal da war, das war Melvin Banks, und der war in Indonesien unten. Dort ist es verboten, dass man über Gott redet, und am Flughafen haben sie ihn verhaftet. Sie wollten ihn einsperren und er betete. Gott hat ihn in das Flugzeug entrückt. Er saß in seinem Sitz drinnen und konnte heimfliegen, und die Leute, die ihn verhören wollten, er war auf einmal nicht mehr da. Versteht ihr? Es ist so. Wir sind übernatürlich. Wir sind die Aliens eigentlich. Ja? Wir sind die übernatürlich sind. Es ist ja nicht spannend. Ja. Ja, ich bin jetzt eigentlich, muss ich sagen,
übernatürlich entrückt worden, wo ich vor 8 Jahren am Sterben war. Das war so eine Erfahrung, wo ich wirklich dem Herrn alleine vertrauen musste. Ich war auf diesem Altar und ich wurde geopfert von der Finsternis. Und dann kam der Herr und hat mich befreit. Ja, und der Primar und alle haben gesagt, was, du hast überlebt, du bist ein zäher Hund, haben sie gesagt. Dann habe ich gesagt, der zähe Hund ist Christus in mir, habe ich gesagt. Das war jetzt die Einleitung. Die Predigt für heute ist Gebet. Es gibt viele Menschen, ja, die haben diese Kraft nicht, oder? Sind nicht wiedergeboren. Die unterdrückt Satan. Und der Herr sagt, durch Gebet, sagt der Vater, werde ich den Menschen, für die du betest, diese Kraft geben, die sie nicht haben. Ich werde es ihnen geben. Und das hat mich irgendwie verwirrt am Anfang, wo ich die Bergpredigt las. Dort heißt es, das erste Gebet, was uns Jesus gelehrt hat, ob du es glaubst oder nicht, war das Gebet für die Feinde. Ich habe mir gedacht, ja, hast du es noch? Die Feinde für die Hirschen da, Bertha, die um beleidigen und in die Hand nehmen. Und genau das sagt der Herr. Die Bibel sagt, dann seid ihr Söhne Gottes, denn der Vater lässt Gerechte und Ungerechte, segnet er, die Sonne lässt erscheinen, lässt sie ernten. Ja, und die Bibel sagt, was passiert, wenn wir beten für die Menschen, die uns hassen, die uns mögen. Da passiert etwas. Der Herr sagt, ich werde glühende Kohlen nehmen vom Altar und ihnen reine Lippen geben. Sie werden aufhören, dich zu richten, gegen dich loszugehen. Das passiert, wenn wir beten. Aber jetzt lesen wir das vom Gebet. 1. Timotheus. Das ist interessant, wenn ich Bibel lesen will, habe ich ab und zu einen Unfrieden zum die Bibel öffnen. Ist ja nicht krank, oder? Und dann sagt der Herr, jetzt gehst du zum Rick Renner. Nicht zur Bibel, sondern liest etwas von ihm. Ja? Okay, seid ihr bereit? 1. Timotheus 2, Moment, wir haben es gleich. Ja. Das Gemeindegebet. 1. Timotheus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also unser Vater will, dass allen Menschen geholfen wird und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein erklärter Wille. Wir wissen, dass das nicht passieren wird, weil viele sich mit ihrem freien Willen gegen Gott entscheiden und dass sie die Wollust mehr lieben wie Gott. Und dann heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das heißt, hier ist Gott und durch das Gebet sind wir ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ein Mittler. Jesus Christus ist dieser Mittler. Und wenn wir in Christus sind, sein Leib repräsentiert ihn, der das Haupt ist. Wir auf Erden sind der Mittler, heißt es. Wir können die Erlösung bringen zu den Menschen. Und Gott will, dass wir beten. Darum sagt uns, lehrt uns Jesus, dass wir beten sollen. Und das ist, was mir gefällt bei ICF, dass sie beten. Es sind viele Dinge falsch, aber das hat mir gefallen. Sie sind bereit zu beten für andere. Sie sind bereit zu evangelisieren. Sie sind auch bereit, Beziehung zu haben zu anderen Christen. Fantastische Dinge. Aber das, was sie dann lehren, ist schon irgendwie haarsträubend teilweise. Aber wie gesagt, wir sollen prüfen und die guten Dinge behalten. Ja. Okay, dann gehen wir zum ersten Punkt. Wenn wir das Wort hören, vor allen Dingen
Bitte. Oder wenn man das Wort Bitte hört, dann denkt man, dass wir bitten. Aber das griechische Wort heißt ganz etwas anderes. Das heißt Deisis. Deisis ist das Wort Gott drinnen. Und das heißt, das englische Wort in der englischen Bibel, Supplication, ist eine Übersetzung vom griechischen Wort Deisis, das die Haltung beschreibt von jemandem, der zu einem König kommt, um etwas zu erbitten. Ja, wisst ihr, in der Welt draußen war es ein Vorrecht, dass man zu den Königen vorgelassen wurde. Wie heißt das beim Papst? Audienz oder bei einem König? Auch Audienz, ich weiß es nicht, dass er auf seinem Thron sitzt und man Zugang hat zu ihm. Normalerweise kommen wir niemals zum Bundespräsidenten, ja. Aber die Bibel sagt, durch das Blut Jesu Christi haben wir Zugang zum Thron Gottes. Und die Bibel sagt, wir sollen mutig, ja, und voller Glauben zu diesem Thron gehen. Also dieses Wort heißt, dass wir, wenn wir zu ihm kommen, ja, dass wir dankbar sind, eine Haltung entwickeln sollen von Respekt und Dankbarkeit. Und dass wir danken dafür, dass wir dieses Vorrecht haben, zu unserem großen Vater vortreten zu dürfen, ja. Er sagt, komm. Und die Bibel sagt, wir können jeden Tag zu ihm kommen. Aber der Herr sagt, wenn wir beten, ab und zu gehen wir, gibt es bestimmte Umstände, ja. Und dann kommen wir zu Gott mit einem Herz, das aufgewühlt ist wie ein Meer oder wie ein Wasser nach einem Sturm. Es ist trübes Wasser, wir sind aufgewühlt und murren und rebellieren. Und effektiv, was heißt es, murren? Heißt es, Gott, du bist schuld. Wir machen ihn indirekt verantwortlich, dass er uns nicht beschützt, dass er eigentlich die Ursache ist für unsere Probleme, dass er unsere Gebete nicht hört, dass es nicht so läuft, wie wir gerne hätten, dass es läuft, und machen eigentlich Gott verantwortlich dafür. Ja, und wir kommen eigentlich in eine Haltung mit einer Anklage vor unserem mächtigen Gott. Und das ist sehr gefährlich. Ich denke, das sollten wir nicht tun. Ja? Sondern der Paulus sagt, wenn du in Gottes Gegenwart bist, dann fahr mal runter. Ja? Hör auf mit deiner Rebellion gegenüber Gott und sage einfach, du bist gut. Niemals ist Gott, hat ein unlauteres Motiv. Er ist ein guter Vater, der immer Gutes im Sinn hat für uns. Das heißt, wenn etwas schief läuft, sind es meistens wir. Ja. Ist es unser Fleisch, unsere eigenen Ideen, unsere eigenen Vorstellungen, oder es können Dämonen auch sein, die attackieren, aber es ist niemals Gott. Ja. Aber es kann auch sein, wenn wir negative Haltungen haben, dass uns Gott widerstrebt. Das gibt es. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen, ja, sollen wir zu ihm kommen mit einer Haltung des Respekts und der Dankbarkeit. Ja, und dann geht es weiter, Supplication Prayers, Gebete. Das ist wieder Gebete, aber das griechische Wort Proseuche wurde also verwendet. Damals hatten Leute, die in den Tempel gingen und von ihrem Gott etwas erbetet haben, nahmen sie ein Opfer mit, ein Weinopfer oder ein anderes Opfer. Das heißt, Gebet hat etwas zu tun mit Hingabe. Das heißt, wir müssen uns heiligen, weil wir wissen, wir wollen etwas von unserem Gott, wir wollen etwas, ja, was sagt die Bibel, wie wir in seine Gegenwart gehen sollen. Mit Lobpreis, mit einem dankbaren Herzen und ihm etwas bringen. Und ab und zu ist es so, wenn wir beten, ist es gut, wenn wir fasten davor. Das reinigt unser Herz. Das heißt, wir müssen unsere Stimmungen, die wir haben, unsere Vorbehalte, unser Murren, unser Zorn, der da ist, müssen wir beruhigen. Ja? Das heißt, dieses Wort Proseuche heißt eigentlich literally means an exchange or a surrender. Wir haben das heute, Cornerstone gesungen, aber es gibt ein Lied. I surrender. Wir müssen in die Gegenwart Gottes gehen und einfach sagen, Herr, I surrender. Ich gehe auf meine Knie. I surrender unto you. Ich ordne mich dir unter. Ich gehe auf die Knie vor dir, ich liege vor dem Vater und sage, Herr, du kennst mich, du bist Gott, ich bin ein Mensch, du bist der Töpfer, ich bin der Ton, du bist der Herr, ich bin Ton, ich bin Erde.
wie will ich frech sein zu dir? Wie will ich mich überheben vor dir? Herr, vergib. Und dass wir unser Herz am Kreuz, dass es zu einem Austausch kommt. Unser Herr, nimm weg, was mich aufgewühlt hat. All meine Sorgen, ja, wollen wir ihm hingeben, ja. Und das können wir in einem ganz einfachen Gebet machen. So, Herr, entleere uns. Entleere uns einfach, ja. Weil diese Frau, die Jesus mit Öl gesalbt hat, die hatte auch eine Flasche voller Öl. Aber wenn wir zu Jesus kommen, dann müssen wir unser Gefäß zerbrechen und uns entleeren vor Gott und uns leer machen vor ihm. Alle Erfahrungen, die wir haben an geistigen Erfolgen oder geistigen Gaben, es bringt nichts, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn wir etwas wollen, müssen wir uns entleeren. Darum sagt Jesus, wenn ihr zu mir kommt, sollt ihr die Haltung haben von einem kleinen Kind. Ist es so? So sollen wir zu ihm kommen und einfach zu ihm kommen und sagen, wir sind abhängig, ja, von dir. Das heißt, surrender, unterordnen, ja. Ich sage jetzt ein paar englische Worte, wenn ich das aus einem englischen Buch heraus habe, ja. Und consecrate. To consecrate ourselves as a first matter of priority. Prioritäten setzen, wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, ja, sagt er. Kennt ihr die Bibelstelle in der Bergpredigt? Wenn du Gott ein Opfer bringen willst oder etwas bitten willst, ja, und dann kommen wir zu Gott mit deinem Opfer und der Herr sagt, wenn du auf dem Weg bist zu mir und dir kommt in den Sinn, du hast etwas gegen deinen Bruder. Und es reicht schon, wenn der Bruder etwas gegen dich hat, du musst nicht einmal schuld sein. Dann sagt der Herr, dann ergreif du die Initiative, dass du zu deinem Bruder gehst, der schuld ist. Das sagt der Herr, der sagt, die Bibel sagt, ja, wenn wir zu Gott wollen, muss die Beziehung stimmen, ja. Die Haltung stimmen in deinem Herzen, ja. Sie muss stimmen. Ob der andere jetzt recht hat oder nicht recht oder du recht hast, vor Gott, wenn du vor Gott kommst, ja, musst du mit einem Respekt vor ihn kommen, mit Dankbarkeit. Du musst vor ihn kommen, dass du zu ihm kommst. Die Bibel sagt, Gott hat uns frei gemacht von jeder Verdammnis. Glaube heißt, wenn ich zu Gott komme, muss ich glauben. Die Bibel sagt, wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er denen, die zu ihm kommen, das heißt fleißig zu ihm kommen, die ihn fleißig suchen. Diese Haltung können wir erreichen, indem wir uns leer machen, vor ihn kommen, ja, und einfach sagen, Herr, hier stehe ich, naked, nackt vor dir. Und ich appelliere an deine Gnade. Und heute komme ich nicht für mich. Oft kommen wir wegen uns, oder? Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Ja, und jetzt kommt der dritte Punkt. Intercession. Das ist Fürbitte. Ja, das heißt, er schreibt hier, ich kenne, alles muss Gott unterordnet werden unter Kraft seines Heiligen Geistes, bevor wir überhaupt einen Satz sagen zu Gott. Warum? Die Bibel sagt, wir müssen beten in seinem Namen und in seinem Willen. Das heißt, Gott ist hier und wir müssen in Übereinstimmung kommen mit ihm. Glaube, ein feines Herz, keine Rebellion, auch wenn es da ist, sagt der Herr, ja, vor du zu mir kommst, jock von mir aus eine halbe Stunde vorher. Und dann komm zu mir, ja, runterfahren. Auch ist es gut, wenn wir beten, in Zungen sprechen, ja, da kommen wir runter von unserem Selbstkönigtum, unserem Herr, oder wir preisen den Herrn, wir kommen zu ihm, kommt in sein Tor mit dankbaren Herzen, kommt in sein Vorhof mit Lobgesang. Lasst uns zu ihm kommen und dann, er sieht unser Herz. Und interessant, dieses Wort Intercessions kommt vom griechischen Wort Hyperentuchano. Bah, furchtbares Griechisch. Zum Glück habe ich Französisch gelernt in der 5. Gymnasium. Die Wellen können zwischen Griechisch und Französisch. Ich habe Französisch gewählt, auch wenn es gut wäre, wenn man Griechisch könnte ab und zu. Ja, aber ich habe jetzt hier Rick Renner und dann kann ich einige
Auslegung. Also wenn du Englisch kannst ein bisschen, dann kauf dir dieses Buch. Es gibt einen Teil 1 und einen Teil 2. Ja? Der zweite Teil ist die Zusammenfassung seiner besten Offenbarungen, die Gott ihm gab, aus dem Neuen Testament. Das hat ja nichts zu tun mit dem Alten Testament. Ja? Das heißt, das Wort Hyperintuciano heißt, dass wir vor Gott vorsprechen im Interesse eines anderen oder für einen anderen. Wir nehmen die Rolle eines anderen ein. Für Bitte. Und da gibt uns Gott die Gnade von Jesus Christus, der für uns Menschen gestorben ist. Wir können eintreten für die anderen. Die Bibel sagt, wir sollen unter das Joch der anderen gehen, wir sollen die Lasten der anderen tragen. Und die Bibel sagt, gib Acht, ja, dass du nicht überheblich wirst, oder? Wenn du dich betest für einen und denkst, was ist denn das für ein geistiger Hampelmann, ein Tor oder ein Dummkopf? Die Bibel sagt, das bringt uns in das Gericht, ja? Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein. Das heißt, der Heilige Geist bringt uns. Oft ist es so, das habe ich im Buch gelesen von Miles Monroe über das Gebet. Es gibt am Versöhnungstag gibt es bestimmte Handlungen vom hohen Priester. Ja? Hier heißt es, wir dürfen wir haben vorgehabt, für bestimmte Leute zu beten. Ja? Wir gehen in Gottes Gegenwart und auf einmal, ja, kennt ihr diese Bibelstelle im Neuen Testament, da redet der Herr von einem unnützen Knecht, ja? Der arbeitet den ganzen Tag und ist hungrig. Und dann kommt er heim und da ist sein Herr da und der Knecht will schon sein Abendessen essen. Dann sagt der Herr, gib du zuerst mir das Essen und dann darfst du essen, was du willst. Kennt ihr diese Geschichte? Ist eigentlich ein Witz, würden wir denken, aber so ist unsere Beziehung zu Gott. Wir sind ein unnützer Knecht. Dein Wille geschehe, trachte vor allen Dingen nach Gottes Reich. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag arbeiten und denken, wir wollen jetzt endlich zur Ruhe kommen, wir wollen jetzt zur Ruhe kommen, ein Bierchen trinken und einen Joint rauchen, sagt ihr, warte jetzt gibst du zuerst mir die Ehre, vor du dich, ja, mit Wohllust füllst, mit Essen oder weiß ich was alles. Der Herr sagt, oder diese Bibelstelle, dieser Herr sagt zum Knecht, so, jetzt komm zu mir, jetzt mach mir ein Essen. So ist, wenn wir beten, kann es passieren, dass der Herr sagt, okay, dein Anliegen, ja, ist okay, aber jetzt warte mal ab, zuerst kommt mein Anliegen, was mir am Herzen ist. Das ist das Gebet, das passieren kann, wenn du dich entleerst, dass auf einmal dir Gott etwas zeigt, was ihm wichtig ist. Oder? Okay, dann sagt er zum Beispiel, bete für diese Person oder jene Person. Das heißt aber, wenn wir offen sind, wenn wir sensibel sind für den Heiligen Geist, ja, dann beten wir, dann dürfen wir beten, was der Herr will. Und dann sagt der Herr, okay, und jetzt darfst du beten für dich. Okay, aber jetzt geht es weiter. Das ist jetzt der zweite oder der dritte Punkt. Und dann heißt es, es geht weiter. Und Danksagung für alle Menschen. Das heißt, wenn wir zu Gott kommen, ja, sollen wir ein Herz haben von Danksagung. Das heißt, unser Herz ist trainiert, der alte Mensch. Roman, stimmt es? Murren und rebellieren. Dankbares Herz. Der Herr lehrt uns das im Psalm 50. Ich lese es einfach kurz vor. Der rechte Gottesdienst. Also ich will deine Brandopfer nicht, sagt er. Erstens gehören alle Tiere mir, die du mir opferst. Ich habe sie geschaffen und du meinst, ja, das ist gut für mich. Sondern opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Das heißt, wenn wir im Gebet sind, ja, und für Leute beten, sollten wir ein dankbares Herz haben, ja? Ja?
dann gibt es ein sogenanntes Shifting. Dann gibt es irgendwie eine Atmosphärenänderung in unserem Herzen. Ein dankbares Herz, ein dankbares Herz. Auf einmal sind wir so dankbar. Dankbar, dass Gott sagt, du betest jetzt für deinen Sohn, weil du eine Not hast, weil du Zorn hast in deinem Herzen und du willst, dass er sich verändert und du kommst mit einem zornigen Herzen, dann wird er dich fragen, gibt es etwas, wo du dankbar sein kannst für deinen Sohn oder für die Menschen, für die wir beten, ja? Gibt es etwas Gutes an ihnen, oder? Wenn er davon redet am Schluss, wir sollen für die Politiker beten, oder? Der Paulus hat sogar gesagt, betet für Nero, der ihn dann kreuzigen ließ, oder? Das würden wir nicht machen, oder? Der Herr sagt, hast du etwas Gutes über jemanden? Die Bibel sagt, wer Blut vergießt, dessen Leben werde ich ihm einfordern. Auch der ärgste Verbrecher hat das Blut Christi in sich, hat das Blut des Schöpfers in sich rinnen. Er ist ein Ebenbild und ein Abbild Gottes. Alleine dafür, dass wir sagen, Herr, du bist der Herr des Lebens. Du bist der Herr aller Vaterschaft. Gott ist der Vater aller Vaterschaft. Er ist, alles Gute kommt vom Himmel. Dann können wir sagen, Herr, mein Gott, du hast ja gesagt, alles Gebot gehört mir. Und auf einmal kommt uns in den Sinn, dass wir versagt haben als Eltern, dass unser Kind so in einen Zustand gekommen ist, und unsere Frau, dass wir hart waren oder gegenüber den Kindern oder den Menschen. Der Herr will, dass wir ein dankbares Herz entwickeln. Ja, eine Haltung der Dankbarkeit. Und das beten wir heute vielleicht, dass uns Gott diese Haltung gibt. Eine Dankbarkeit. Es gibt zwei Altäre, ja, haben mir Gott einmal gezeigt. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, können wir murren und rebellieren, dann opfern wir dieses Problem dem Altar der Dämonen. Oder wir können das grausige Paket einpacken mit einem Weihnachtspapier, am Mäschliofe und Danksagung. Und dann opfern wir es Gott. Und so sollen wir zu ihm kommen. Und also ein dankbares Herz. Und dann heißt es, am Ende, sagt der Herr, wir haben individuelle Gebete für diese Person. Und dann heißt es interessant, gebetet soll werden und Danksagen dargebracht werden für alle Menschen. Ja, hast es nachher, der blöde Hund, du weißt, was er gemacht hat, der Verbrecher. Für alle Menschen. Wow, das heißt, wenn du nicht für alle Menschen beten kannst, dann brauchst du Gebet. Ist es so? Ja, wo ich das gelesen habe, dann sagt er, dass Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagung gemacht wird für alle Menschen. Das heißt, das Ziel Gottes ist, der will, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle zur Erkenntnis Gottes kommen. Steht das drinnen? Ja. Und der Herr sagt, der Timotheus lehrt uns, ja, durch den Heiligen Geist, wow, da ist Gott, Jesus Christus von Nazareth. Es ist einer für alle gestorben, damit die da leben, sich nicht mehr selbst leben, sondern für den. In den Augen Gottes sind alle Menschen in Christus Jesus. Wir sind alle, die Menschheit wurde eingepflanzt in Christus Jesus. Das Problem ist, dass wir, indem wir nicht also verbunden werden mit dem Weinstock, verdorren wir und fallen wir ab und werden wir verbrannt. Aber es ist unsere Sache, dass wir uns trennen. Nie Gottes Sache. Dieser große Gott, es soll Fürbitte gemacht werden für, nicht nur für alle Heiligen, sondern da schon Mühe, dass wir für alle Heiligen beten, die Gemeinde und die mit einer falschen Lehre und blöd geredet hat ohne über mich, komm, hör auf, fahr ab mit dem Hirschen. Und der Herr sagt, aha, Hirschen, du bist ja selber ein Hirsch. Ja, dann sage ich, bin ich jetzt so ehrlich? So, ja, okay, ich bin auch ein Hirsch. Aber wir dürfen nicht sagen, Jesus ist ein Hirsch, das ist gefährlicher. Für alle Menschen ist das ein bisschen herausfordernd für uns, für alle Menschen.
wir können schon beten. Ja, wir beten für den Stamm der in Indiana, für die Navajos. Ja, in Kanada segne sie, das fällt uns vielleicht noch leer. Aber wenn wir beten sollen für die Regierenden da unten in Wien, für die Streithähne da, für die Oppositionen, wie sie den kurz fertig machen, wisst ihr, was wir. Warum das so ein Streit ist, weil wir nicht beten für sie. Wir verachten sie, wir gehen nicht wählen, wenn uns Politik nicht interessiert. Aber die Bibel sagt, der Herr sagt uns, warum wir beten sollen für die, die in Autorität sind. Weil sie sind von Gott gesetzt, damit wir ein ruhiges und Gott wohlgefälliges Leben führen können. Das ist der Schlüssel für diese, Entschuldigung, Hirschen zu beten. So, wenn ich so den Kickel sehe oder wenn ich die Meisinger, diese Isabel da sehe und die Randi Wegner, dann denke ich mir, du, hinter dem Tisch, hinter dem Herd und nicht da vorne eine große Klappe. Ja, aber der Herr sagt für alle Menschen. Und er schreibt hier alle. Das heißt, wenn du Unterschiede hast und jemand bevorzugst und kritisch bist. Die Bibel sagt, dass Gott hat kein Ansehen der Person. Die besten Prediger werden von Gott gerichtet und die wildsten Fleischler werden gerichtet. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er liebt alle gleich. Gottes Liebe ist bedingungslos. Da sind wir noch ein Stück entfernt, oder? Wir können gern individuelle Gebete beten, ja, aber die beten wir auch meistens nur, dass es uns dann besser geht, ja, dass der Druck unserer schwierigen Kinder weggeht von uns. Darum beten wir individuelle Gebete, dass es uns besser geht. Also die Motive sind meistens egoistisch, ja. Alle Menschen, für die in Politik sind, wir können jetzt aufhören mit der Predigt. Habt ihr etwas gelernt heute? Können wir uns noch verbessern? Ich schon. Für alle. Und wir haben auch heute Gelegenheit zu beten. Zu beten. Für unsere Regierung. Der Engelbert ist mir den Abend auf Teier gegangen, hat immer betet am Dienstag. Wir beten für die Regierenden. Da habe ich gesagt, okay, red halt den Satz und dann beten wir die individuellen Gebete weiter. Noch. Ja. Er hat recht, das hat Gott in sein Herz gelegt. Ja? Wollen wir für die Regierung beten heute? Nicht manipulativ beten. Wir würden individuell beten. Na, ich möchte jetzt euch etwas noch erklären. Jesus redet vom Sauerteig des Herodes, vom Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig der Sadduzäer. Ja, die Pharisäer waren gesetzlich, die Sadduzäer tolerierten alles. Ja, das heißt, es gibt zwei Parteien. Herodes hat Macht, politische Macht, und wir üben diese Macht auf zweierlei Arten aus. Ja. Entweder mit Härte und Gesetzlichkeit, ja. Oder wir tolerieren alles. Schwulenehen, Lesbenehen, Abtreibung. Ja. Das eine sind die Republikaner mit den Kanonen, ja, mit den Revolvern. Die anderen sind die Demokraten. Ja. Das sind die Liberalen in England. Die Labour Party und die Tories. Bei uns sind es die Schwarzen und die Roten. Da gibt es die zwei Lager und beide sind falsche Propheten. Beide sind nicht im Willen Gottes. Es ist keiner im Willen Gottes, der nicht wiedergeboren ist. Und der Herr sagt, wir sollen beten für sie. Der Daniel oder zum Beispiel das Reich von Babylon, Nebukadnezar, bekam vom Herrn einige gläubige Juden vor seine Nase gesetzt. Daniel und Shadrach, Meshach und Abednego. Und dieser König, ja, wurde dann in den Urwald versetzt, 7 Jahre, ja, lange Haare, krallige Finger, bis er sagte, der Gott Schedach sei erhoben. Stehen wir auf, ja? Halleluja. Ich denke, wir können, das hat mir Gott auch am Freitag gezeigt,
dass der David wollte ein Haus bauen für den Namen des Herrn. Wir haben gehört am Freitag, dass der Name des Herrn hat zwei Richtungen. Das eine ist der Schöpfer und das andere ist der Erlöser. Und Jesus ist gekommen, um die Welt zu erlösen. Und Gott hat erlaubt, dass ihm ein Haus gebaut wird für seinen Namen. Er sagt zwar, ich bin der allmächtige Gott, die Himmel fassen mich nicht, ja. Noch in einem Zelt will ich nicht wohnen, sondern er will in einer Gemeinde wohnen, wo er uns lehren kann, weil die Königin von Saba ging zu Salomon, um die Weisheit zu hören. Gott lehrt uns in der Gemeinde, dann beten wir für die Menschen. Es ist unser Job, die Menschen in der Welt frei zu beten. Wir haben diese Kraft, Ischos Power, Dynamis Power. Wir können in uns, der Herr füllt uns mit Kraft. Gestern haben wir wieder einen negativen Blutbefund oder gefunden in meinem Blut, der mich für einen Herzinfarkt Kandidat macht. Und dann hat heute der Herr gesagt: Vergiss es. Meine Kraft ist in dir. Bete einmal in der Woche: Heiliger Geist, geh durch meine Blutgefäße. Alle Ablagerungen einer raus im Namen Jesu. Halleluja. Ich habe jetzt niedriges HDL, ja. Genetisch. Ja, meine Mutter war über 40 Jahre, als uns Kinder gebar. Mein Vater war schon alt, also Genmüll haben wir abbekommen. Heieiei. Und trotzdem hat Gott mich erwählt von diesem Genmüllfamilie. Alles klar? Heb deine Hand zu Jesus. Sage: Vater, Herr, ich bin dein Sohn und deine Tochter. Ich bitte dich, dass ich deine Natur widerspiegle. Deine Natur, dein Wesen, Jesus. Ich will so beten, wie du willst. Ich will nicht immer zu dir kommen, erstens aufgebracht in meinem Herzen, aufgewühlt, und dass ich dich angreife, dich attackiere, weil du bist gut, du bist für nichts Schlechtes verantwortlich in meinem Leben. Ich bin schuld, die Sünde ist schuld. Und so komme ich vor dich wie ein Kind. Sage: Herr, vergib mir meine Rebellion, meinen Stolz, Vater. Ich bin da, oh Gott. Und jetzt, Herr, ich habe einige Gebetsanliegen, aber Heiliger Geist, zeig mir, was ist auf deinem Herzen.